Bonsoir, je m'appelle Olivier. Bienvenue pour la nouvelle édition du Lokalfenster. Heute, Sie merken schon, vom französischen Gourmetmarkt auf dem Julius-Mosen-Platz. Dazu später noch viel, viel mehr. Was es sonst noch heute im Lokalfenster gibt, hier ist der Themenüberblick. Voilà! CDU in der Krise, Oberbürgermeister. Dass man in Frankreich weiß, wie es sich richtig gut leben lässt, das ist natürlich sprichwörtlich bekannt. Savoir vivre eben. Besonders wichtig dabei ist natürlich das Essen und davon gibt es hier auf dem Feinschmeckermarkt mehr als genug. An diesem Stand hier jede Menge Käse. Bonjour, Monsieur David. Bonjour. Was ist denn hier Ihre Spezialität? Was ist das für ein besonderer Käse? Alors, la spécialité de ces produits, c'est... Das Besondere an meinen Käsespezialitäten ist, dass sie alle in Handarbeit in den Pyrenäen hergestellt werden. Die Oldenburger mögen am liebsten den Poilet aus einer Mischung aus Kuh-, Ziegen- und Schafsmilch. Und diesen Kuhmilchkäse mit Weißwein. Möchten Sie ein Stück probieren? Merci. Also das ist wirklich sehr, sehr lecker. C'est bon. Merci. Merci, Monsieur David. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée. Ja, kommen wir vom Fromage, vom runden Käse jetzt zu einem ganz anderen runden Ding, nämlich zum Leder. Genauer gesagt geht es jetzt um Frauenfußball. Im Jahr der Weltmeisterschaft in Deutschland nichts Ungewöhnliches mehr. Doch das sah vor einigen Jahren noch völlig anders aus, denn da war Frauenfußball gar nicht mal so angesagt. Und das zeigt jetzt eine neue Ausstellung in der Landesbibliothek hier in Oldenburg. Gerade habe ich mir Konfitüre und Honig angeschaut. Jetzt will ich mal gucken, was es hier Leckeres gibt. Bonjour Patrice. Bonjour Olivier. Was sind denn hier Ihre Spezialitäten? Was verkaufen Sie genau? Meine Spezialität sind Enten- und Gänsestopfleber aus eigener Herstellung. Meine Eltern produzieren sie in der Gascogne im Südwesten Frankreichs, in der Region Armagnac. Da, wo auch D'Artagnan herkommt, falls du den kennst. Außerdem habe ich noch Wurst und Schinken. Und dieser französische Markt, wie ist der eigentlich entstanden? Wie ist das Ganze losgegangen? Wir organisieren unsere französischen Märkte mittlerweile selbst. In der Vergangenheit haben wir zwar mit deutschen und französischen Veranstaltern zusammengearbeitet, waren aber nicht zufrieden. Also haben wir Händler uns zusammengeschlossen, um unsere Märkte in Deutschland und Österreich abzuhalten. Wir kommen jedes Wochenende und bieten unsere Waren an. Merci Patrice. Merci Olivier. Au revoir. Au revoir. Ja, jetzt fällt mir die Überleitung zu unserem nächsten Thema ein bisschen schwer, denn wir kommen jetzt von diesen tollen Spezialitäten, von diesem leckeren Schinken zum Thema Moorleichen. Und auch wenn Sie Schinken und Moorleichen ein bisschen ähnlich sehen, natürlich sind diese Moorleichen nicht ganz so appetitlich wie dieser herrliche französische Schinken hier. Moorleichen gibt es jetzt zuhauf zu sehen im Landesmuseum Natur und Mensch. Und das ist eine sehr interessante Ausstellung. Am Sonntag wird sie eröffnet und sie heißt »O schaurig ist's, übers Moor zu gehen«. Ich habe mich hier auf dem französischen Feinschmeckermarkt schon ordentlich durchgefuttert, wie Sie ja gesehen haben. Durfte überall mal probieren, schöne, deftige Speisen. Und jetzt steht mir der Sinn zum Abschluss ein bisschen nach was Süßem. So ein kleines Dessert zum Abschluss, das muss schon sein. Und hier bei Madame Christelle bin ich, glaube ich, genau richtig. Bonjour, Madame Christelle. Bonjour. Was verkaufen Sie hier? Was sind das alles für Gebäckspezialitäten? Was ist das Besondere? Alors, ça c'est les gâteaux bretons de Bretagne. Das hier sind bretonische Kekse, die mit feinem Meersalz gebacken werden. Die gibt es in ganz verschiedenen Geschmacksrichtungen. Schokolade, Zimt, Himbeere, nur mit Butter oder mit Karamell. Dann habe ich noch Macarons, kleine Makronen aus Paris. Die sind eine Spezialität auf dem Champs-Élysées und auf der ganzen Welt bekannt. Nehmen Sie sich 100 oder 200 Gramm mit, wovon Sie möchten, und probieren Sie die bei sich zu Hause mal. Merci. Dürfte ich das einmal probieren? Tenez, Monsieur. Merci. Jetzt bin ich mal sehr gespannt, wie so was Süßes aus Frankreich schmeckt. Mm. C'est bon? C'est lecker. Mm. Merci, madame. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci.
Also ich kann Ihnen wirklich versichern, das ist extremst lecker. Und ich werde bestimmt nach der Sendung hier auf dem Julius-Mosen-Platz nochmal vorbeischauen und noch ein bisschen weiter futtern. Aber jetzt verrate ich Ihnen erstmal, wie das Wetter wird. La Meteo. April. Die Dreharbeiten zum heutigen Lokalfenster haben mir richtig, richtig Spaß gemacht. Ich habe mich überall hier auf dem Markt richtig schön dick und rund gefuttert. Überall durfte ich probieren. Es war ganz lecker. Und wenn Sie sich noch ein paar kulinarische Tipps aus Frankreich holen möchten, der Feinschmeckermarkt hat noch bis Samstag 19 Uhr geöffnet. Sie haben also noch Zeit genug, mal in aller Ruhe über den Julius-Mosen-Platz zu schlendern. Damit schließt sich das Lokalfenster für heute. Rien ne va plus, wie man in Frankreich so schön sagt. Aber selbstverständlich geht es bunt und munter weiter im Programm von Oldenburg 1 mit der Sendung Wissenschaft nachgefragt zum Thema Naturgewalt. Wir sehen uns dann Montag wieder zu O1 aktuell und bis dahin wünsche ich Ihnen einfach eine schöne Zeit. Genießen Sie das Wochenende.